Am 27. November 2015 wurde der zweite Bauabschnitt der Rheinischen Bahn, der auch Teil des RS1 sein wird, feierlich eröffnet. Ich hatte bereits vor einigen Wochen die Möglichkeit, mir die Strecke einmal genauer anzuschauen. Zwischen dem Essener Stadtrand und dem Bahnhof von Mülheim an der Ruhr ist die Strecke radschnellwegartig ausgebaut. Die Maße 2 Meter Fußweg, 4 Meter Radweg kennen wir bereits schon von anderen Radschnellwegen, wie zum Beispiel der Wuppertaler Nordbahntrasse. Der 4 Meter breite Radweg ist von dem großzügigen Fußweg sichtbar getrennt. In Mülheim an der Ruhr am Bahnhof ist erstmal Schluss. Geplant ist, die Strecke über die Ruhr bis nach Duisburg zu verlängern.